Wir kommen jetzt zu einem der größten Verlierer dieses Kalenderjahres und erst recht dieser Hinrunde. Sowohl Verein Borussia Dortmund als auch Trainer Edin Terzic. Das ist unser erstes Thema, bevor wir dann zum Meisterkampf kommen, einen Themenmix für Sie haben, Steffen Baumgart Situation in Köln beleuchten und noch Prognosen fürs Jahr 2024 für Sie haben. Also Edin Terzic und der BVB als treue Reif ist live Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie unsere Übersicht der Wochen der Wahrheit? Und die hat sich nicht ganz so entwickelt, wie sich BVB-Fans das gewünscht hätten. Wir schauen mal drauf. Wir haben die jetzt über mehrere Wochen, logischerweise, sonst würde der Name wenig Sinn ergeben, weitergeführt. Also zunächst das glorreiche 3:1 beim AC Mailand, mit dem der vorzeitige Einzug ins Champions League Achtelfinale geklärt wurde. Und alles sah nach einer großartigen Phase für den BVB aus. Und dann kam ein 1:1 in Leverkusen, 0:2 in Stuttgart, raus im Pokal, 2:3 zu Hause gegen Leipzig, 1:1 gegen Paris und jetzt noch zweimal 1:1 in Augsburg und gegen Mainz. Wenn wir das als Wochen der Wahrheit bezeichnen, Herr Reif, ist die Wahrheit, dass Edin Terzic nicht mehr der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist? Aus Ihrer Sicht? Da ist die Wahrheit, dass er die Mannschaft als Trainer zum Gruppensieger in einer Gruppe mit Mailand, Paris und Newcastle gemacht hat. Also doch der richtige Trainer. Und dass er es nicht schafft, eine Mannschaft im Pokal in Stuttgart anders auftreten zu lassen. Du kannst immer rausfliegen, aber anders auftreten zu lassen, das war furchtbar. Auch mutlos und inakzeptabel für Borussia Dortmund. Und die letzten zwei Spiele, du spielst mit großem Verlaub und größtem Respekt vor Augsburg und Mainz, gegen Augsburg und Mainz und verhühnerst weitere 4 Punkte mit dem Blick nach oben. Da ist er nicht der richtige Trainer. So. Aber was überwiegt? Im Moment, wenn du dir das anguckst, diese Mannschaft ist offenbar nicht mehr bereit hinzuhören. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Halbzeit, nehmen wir mal das letzte Spiel, und das ist immer der letzte Eindruck, dass er in der Halbzeit gesagt hat, so Kinder, das war richtig gut, das reicht jetzt, mehr brauchen wir nicht zu machen. Steht 1:1, aber irgendwie werden wir es ja schon, irgendwie werden wir es gewinnen. Und danach kam nichts mehr. Da ist eine Mannschaft völlig in sich zusammengefallen, hat wieder nichts von dem, was sie kann, auf den Platz gebracht. Und das, was er dann von außen versucht hat einzuwirken, ist völlig in die Luft gegangen, völlig daneben. Dann hat er auch Auswechslungen gemacht, da habe ich den Kopf geschüttelt. Also um es deutlich zu machen, er holt Daigo Gittens heraus, obwohl der einer der wenigen war, von denen du das Gefühl hattest, da geht noch was. Und dann holt er Füllkrug raus. Und für Gittens bringt er Samuel Bamba, der ist noch nicht mal, der 19-Jährige, der noch nie ein ganzes Spiel gemacht hat, ist in der zweiten Mannschaft nicht mal Stammspieler und bringt dann Füllkrug raus. Jetzt kannst du über Füllkrug, der war nicht gut. Aber wann ist Füllkrug gut? Füllkrug macht Tore, dafür ist er da. Ganz sicher nicht, um Pirouetten zu drehen. Den nimmst du raus und bringst Allaire, der erkennbar nicht fit und auf dem Weg erstmal ist, irgendwann mal wieder ein Fußballer, der für Profifußball zu werden. Und das hat nicht funktioniert. Dann hast du das Thema Reus und du hast. Also ja, lassen Sie uns beim Thema Reus einmal bleiben. Wurde ausgewechselt beim Spiel in Augsburg und hat dann den Blickkontakt vermieden, als er Terzic die Hand hingehalten hat. Und nach Informationen unserer BVB-Reporter ist er einer von denen, die gerade intern Stimmung machen gegen den Trainer. Man muss sagen, das Ergebnis war jetzt beim Spiel gegen Mainz Reus komplett auf der Bank, was schon ungewöhnlich ist und was man durchaus interpretieren kann, auch als disziplinarische Maßnahme. Ist das noch zu kitten? Das ist genau das der Punkt. Deswegen nochmal, wir haben jetzt die Wochen der Wahrheit. Die Wahrheit liegt im Moment in dieser Kabine. Nur dann können Sie die Frage beantworten. Deswegen, ich kann das nicht mit letzter Gewissheit doch von hier aus tun. Ich bin nicht in der Kabine. Das, was ich sehe, das Thema Reus, das siehst du ja, das spürst du ja, was da passiert. Thomas Müller in München spielt auch nicht so viel, aber das ist eine andere Anmutung, das Ganze. Und das wird anders gehandelt.
Und vor allem, Bayern gewinnt seine Spiele, während in Dortmund gewinnen sie nicht ihre Spiele. Dann wird ein Thema Reus ein richtig fettes Thema. Terzic wollte die Vertragsverlängerung und war einer der großen Befürworter. Aber nun muss er mit dem Problem leben, dass Marco Reus komischerweise ein weiteres Jahr älter geworden ist und dass er nicht mehr Stammspieler offenbar ist, zumindest nicht, um dieser Mannschaft zu helfen. Das ist ja keine persönliche Fehde zwischen den beiden. Nur, dass Marco Reus eine bestimmte Art hat, sich jetzt auch Körpersprache, Mimik zu gönnen, das kann nicht funktionieren. Das kann so nicht funktionieren. Sie haben gesagt, Achtelfinale erreicht. Völlig klar, Haken dran. In der Bundesliga sind es jetzt aber 6 Punkte auf einen sicheren Champions-League-Platz. Und im DFB-Pokal, dem vermeintlich am leichtesten zu gewinnenden Wettbewerb, ist man schon raus durch diese Desastervorstellung in Stuttgart. Wenn Sie das gegeneinander aufwiegen, also mein Eindruck ist manchmal, die Dortmunder Verantwortlichen reden sich diese Hinrunde mit diesem Platz 1 in dieser schweren Gruppe schön und gewichten da falsch, wenn Sie über Misserfolg und Erfolg. Herr Kollege, seien Sie fair, da musst du nichts falsch gewichten. Du bist in der Champions League in dieser Gruppe Erster geworden. Das ist der Fluch und Segen. Aber das nutzt einem ja nichts, wenn man im nächsten Jahr nicht im Wettbewerb absolut, dabei ist. Aber es ist Fluch und Segen in der Entscheidungsfindung. Es ist Fluch, weil du sagst, jetzt können wir nicht, wir können doch ja einfach sagen, hier funktioniert gar nichts. Das stimmt. Jeder kann doch sagen, sehen und weiß, Mensch, wir haben doch diese Gruppe irgendwie hingekriegt. Und Segen ist, ja, wir sind international, überwintern wir in einer Gruppe, von der wir beide hier gesagt haben, na, wenn die da den Platz 3 schaffen wenigstens, da sind sie schon mal richtig gut. Und jetzt gewinnen die diese Gruppe. Das alles macht die Entscheidungsfindung in Dortmund, ich versuche mir ja in die rein zu versetzen, macht die sicher kompliziert. Das heißt, Champions League aus wäre gleichbedeutend mit Terzic aus schon gewesen jetzt. Davon würde ich mal ausgehen wollen. Wir hören mal, was der Trainer selbst sagt, auf die Frage, ob er glaubt, in der Rückrunde weiterhin Trainer bei Borussia Dortmund, seinem Herzensverein, sein zu dürfen. Edin Terzic. Natürlich habe ich den Glauben daran, weil wir ähnlich wie das Teil unserer Geschichte ist, dass wir jetzt wieder hier stehen, kurz vor der Winterpause, gehört auch zu unserer Geschichte dazu und besonders zu meiner Geschichte hier bei Borussia Dortmund, dass wir in der Rückrunde ein komplett anderes Gesicht gezeigt haben vor knapp 3 Jahren und dann auch besonders in der letzten Saison. Und das ist der klare Auftrag an die Mannschaft, das ist der klare Auftrag an mich, dass wir das jetzt wieder hinkriegen. Das wollten wir vermeiden, da sind wir auch ganz ehrlich, dass wir nicht an diesem Punkt sind, kurz vor Weihnachten, sondern dass wir diesen Zweifel, den es letztes Jahr um diese Zeit gab, beseitigen durch Glauben. Und das haben wir geschafft, wenn man sich an den letzten Spieltag hierhin zurückerinnert, wie viel Glauben wir daran hatten, jetzt endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen. Und diesen Glauben wollten wir mitnehmen in die neue Spielzeit. Das ist uns leider nicht gelungen, sodass wir jetzt wieder hier stehen und uns diese Fragen gefallen lassen müssen. Terzic thematisiert hier wieder von sich aus die verspielte Meisterschaft. Ja. Ich habe durch Zufall neulich in einem Video, es lief einfach bei uns im Hintergrund in der Redaktion, nochmal die Bilder gesehen nach diesem Unentschieden gegen Mainz, wie er wirklich weinte, wie Spieler sich in den Armen lagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, er hat sich davon nicht erholt. Und die Mannschaft auch nicht. Und gemeinsam schon mal gar nicht. Ich glaube, die Mannschaft verzeiht ihm diese, Mannschaft guckt ja nicht auf sich selber, sondern immer, die Mannschaft verzeiht ihm diese einmalige und doch vertane Chance nicht. Die Fans beginnen sich daran wieder zu erinnern. Das kriecht ja hoch, wenn es nicht weitergeht. Und also ich meine, das kann doch kein Geschäftsmodell sein, dass ich sage, aber vor 3 Jahren haben wir die Rückrunde ist immer besser. Also da müssen sie mir jetzt glauben. Die wollen nicht mehr glauben. Das ist das Problem. Glauben hilft nichts mehr, sondern machen. Ergebnisse. Es hieß, Sebastian Kehl, Sportdirektor, wenn ich nicht irre, hat vor den Spielen Augsburg und Mainz gesagt, 2 Siege, nichts anderes. Antwort, 2 Unentschieden. Aber daraus muss ja was folgen, sonst steht ja auch Kohl, deswegen sitzen sie Kehl, ja, ehrlich sitzen gesagt, sie ja, etwas ihr habt doch die Fotos wirkungslos gehabt. Da. Ja, ihr habt doch die Fotos gehabt, die sitzen hinter der Glasscheibe und die sitzen heute nicht mehr hinter der Glasscheibe, damit es die Fotos nicht gibt, aber die ist ja bekannt, dass sie sich jetzt treffen und reden werden. Und genau diese Punkte werden Sie besprechen. Wir wollten was anderes, das haben wir nicht hingekriegt.
Und wer ist dafür zuständig? Der Trainer. Ich bin hier nicht da, um Trainer zu entlassen. Das hasse ich immer wie die Pest. Deswegen bitte unaufgeregt. Es geht einfach, ganz einfach darum, holt er aus dieser Mannschaft das Beste raus? Ist hier ein Kader, der überhaupt fähig ist, Champions League zu sein? Siehe Gruppenphase, ja. In der Liga kriegen sie es nicht hin. Der Trainer kriegt nicht hin, dass eine Mannschaft konstant nicht jedes Mal ein Feuerwerk abfiedelt, sondern einfach nur ihren Job macht. Und den machen sie nicht. Und da hören sie nicht mehr auf ihn. Und oder er erreicht sie nicht oder irgendetwas ist verklemmt. Und dann musst du normalerweise handeln. Aber sie sehen auch die andere Seite. Natürlich kommt dann auch noch dazu, er war zweimal da, der siebte Trainer innerhalb von 8 Jahren. Das sind Schalker Verhältnisse. Das werden die gern hören, nehme ich an. Herr Batzke hat 6 Trainer verschlissen und jetzt wieder einen aus dem eigenen Laden. Das fällt auch auf Herrn Watzke zurück, der kürzlich noch gar nicht so lange her gesagt hat, wir ziehen das mit Terzic durch. Ja, nur das ist ja keine Geschichte zwischen Watzke und Terzic, sondern es geht darum, dass Borussia Dortmund erfolgreichen Fußball spielt. Und wenn du auf die Tabelle guckst, der Bundesliga, tun sie es nicht. Kann eine Frage der Alternativen Terzic retten? Aus meiner Betrachtung ist der Markt, wenn man das so sagen darf, gerade gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass Oliver Glasner nach wie vor verfügbar ist, der mit Wolfsburg und Frankfurt Erfolg gehabt hat. Stefan Kunz, einer, der für Emotionen steht. Urs Fischer ist zu haben, nachdem bei Union Berlin es auseinanderging. Sehen Sie bei den dreien jemanden, der Dortmund sofort helfen würde? Was wollen Sie? Sofort oder was wollen, nicht Sie, was wollen die Dortmunder? Soforthilfe oder wollen Sie jemanden haben bis zum Sommer? Und oder wollen Sie einen haben, um die nächste Ära einzuläuten? 3-4 Jahre. Am besten 10, 20 Jahre wie mit Jürgen Klopp. Also Jürgen Klopp müsste zurückkommen. Das wird nicht passieren. Urs Fischer als Feuerwehrmann. Ich glaube, Sie möchten Nagelsmann nach dieser EM haben. Und weil Watzke ein großer Fan von Nagelsmann ist, weswegen er ihn ja auch für diesen Bundestrainerjob versucht hat zu bekommen und das dann auch geschafft hat. Und dann Nagelsmann ein Vereinstrainer ist und kein Bundestrainer, noch nicht, davon bin ich überzeugt, wird er nach dieser EM, nehme ich an, wieder Vereinstrainer sein. Und dann, den möchten die haben. Und jetzt wollen sie Urs Fischer allen Ernstes vorschlagen, komm mal für ein paar Monate, mach hier den Affen. Das wird nicht passieren. Oliver Glasner, das Ähnliche. Ist Oliver Glasner vom Typ her einer für diese, der besitzt Dortmund, ja? Echte Liebe und diese Südtribüne und uiuiui, da ist eine Menge Zeugs, die sachfremd ist, um es mal freundlich auszudrücken. Also, das in diesem Ding stecken sie drin. Wenn sie eine Alternative hätten, denke ich, würden sie schneller zu einer Entscheidung kommen, die nicht gut aussieht für Terzic. Ich glaube, dass sie es durchziehen werden. Bis zum Sommer und hoffen, dass diese Europa-Wertung, die Sie auch nicht genannt haben, nochmal, es geht nicht nur um Platz 4, diesmal geht möglicherweise Platz 5. Aber möglicherweise, das ist nur nichts, womit man planen kann, ja? Ja, aber im Moment. Dankbar. Das wäre doch nicht. Da noch ein Strohhalm. So. Und ist ja auch menschlich. Es ist menschlich. Champions League. Und ich finde es ja, wenn ich das auch mal sagen darf, ich finde es ja gut, dass sich Borussia Dortmund diese Entscheidung auch so schwer macht. Absolut. Ja. Sondern die haben da einen Trainer, der eine große Bindung zum Verein hat, der in seiner ersten Phase den DFB-Pokal noch gewonnen hat und die Saison gerettet hat. Kein Silber geklaut hat, nichts gemacht hat, sich anständig benimmt, ein toller Kerl ist. Aber darum geht es nicht. Diese Kriterien sind nicht der Punkt, sondern der Punkt ist jetzt, Borussia Dortmund wieder dahin zu bringen, wo diese Mannschaft, dieser Kader, dieser Club stehen müsste. Und das ist unser Übergang, Konjunktiv. Übergang zum Meisterkampf, Herr Reif, denn mit dem hat Borussia Dortmund gar nichts zu tun.